hallo. Wir lassen uns jetzt überholen und sind auf dem Weg nach Schrecksbach. Bei der Elmo, der kotzt schon wieder gegen die Scheibe. Nee, das dürfen wir nicht sagen. Hallo Elmo, sag mal guten Morgen. 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 Und da, der Georg, alias GS Kutscher. So Moin. Sieht der ausgeschlafen aus. Ja, und ich halt, ne? Und jetzt schauen wir mal. Jetzt müssten wir gleich die Strecke finden und gucken, was der Tag uns bringt. Also gut gefüllte Starterfeld, alles vorhanden. Das ist meine Anzahl. So, er meint, ich soll das Trikot von hinten anschauen, damit ich weiß, wer vor mir fährt. Genau. Servus! Servus! Alle Jahre wieder! Stimmt! Also gucken wir mal, wie das heute wird. Bei dir geht alles wieder? Ja, da geht nie was. Ja. Da geht nie was. Was machst du da? Denen. Und warum hast du so Schlitze in deinem Trikot? Weil ich Temperaturprobleme habe. Ah, Kühlung. Ja. Das ist dann quasi wasserluftgekühlte. Genau. Also das holen wir uns nächstes Jahr her. Jetzt mache ich heute mal den Freitag da. Und dann gucken wir mal. So, dem Schorsch geht die Muffe, dem Manuel nicht. Warum wohl? Ich war vorhin auf dem Klo. So, ja, ich auch. Das hilft. Ausräumen ist immer die beste Wahl. Das muss man da rausschneiden. Nee, bleibt drin. So, hallo, heute Technik beim IGE-Rennen. Den Lauf haben wir hinter uns, das sieht man bei uns beiden, wir sind schon ein bisschen dreckig. Zweizylinderlauf. Der Bernhard hat mich letztes Mal darauf hingewiesen, dass ich wenig Fachkenntnisse in Sachen Zweitakt-Zweizylinder habe. Deshalb haben wir ihn gefragt, ob er so nett ist und uns ein bisschen was über sein Motorrad erzählt. Das Motorrad ist ein kompletter Eigenbau. Es basiert im Prinzip vom Motor her auf Yamaha TZR 250. Heckrahmen ist Husqvarna umgeschweißt. Ansonsten viele Sachen, wo man so gefunden hat im Regal. DT-Tank, Huserberg, Kühler, Ypse-Schwinge. Fahrwerk ist hinten Öl ins PDS und vorne Öl ins Gabel. Das Ganze ist im Laufe von 15 Jahren ständig verbessert worden und hat jetzt dazu geführt, dass die erste Saison komplett ohne Ausfälle gelaufen ist. Und wieso heißt das Ding Belmoto? Belmota. Abkürzung für Bernhard Leitners Motorrad. Ah, das könnte ich ja nicht wissen. Ich kenne Nordland. Auf welcher Messe ist das damals vorgestellt worden? Es war auf gar keiner Messe, aber es ist irgendwann einmal, ich glaube 2004, in der Enduro-Zeitung als Test drin gewesen, kurz nachdem die TÜV-Abnahme stattgefunden hat und das Fahrzeug komplett abgenommen worden ist, inklusive Supermotoreintragung und offener Leistung. Jetzt darf ich gar nicht lügen, das habe ich vergelesen sogar damals. Jetzt, wo du das sagst. Ja? Ja. Ja, ja. Ich habe die nämlich im Abo gehabt, ne? Und ich habe mich nämlich damals noch gewundert, warum man so blöd ist und sowas baut. Ne? Ja, weil es gibt ja BMW Boxer, ne?
Ja gut, die sind ja groß, schwer und wie man sieht, immer fallen sie aus. Nicht immer, das hast nicht du immer. Auch schon gehabt. Das hast du auch schon gehabt. Nein, ja, es ist mehr Spaß am Basteln. Ich sage so, ich kann eigentlich nicht Moped fahren. So ein bisschen rundum fahren reicht, aber bei mir ist mehr die Bastlerei. Also Gabel hast du gesagt, das was? Öhlins. Das Öhlins. Ja, das ist eine komplette Öhlins Upside-Down-Gabel. Woran sieht man das? Ja, wenn du das genau anschaust. Da steht es. Da steht sogar drauf, ja. Also ich glaube, die Chinesen können die Farbe auch schon. Ja, und die Chinesen können das auch so fräsen, ja gut. Und der Motor, hast du gesagt, Yamaha? Von der Basis her ist Yamaha, also das heißt, von der Basis her ist der TZR-Motor. Ja. Sind allerdings die Zylinder geändert, die Steuerzeiten geändert, Kopf geändert, also dann natürlich Auspuff dementsprechend anpasst, dass das Ding von unten rauszieht, Kurbelgehäuse geändert, Membranen geändert, alles, dass es halt enduromäßig fahrbar ist, weil in der Serie sind die Motoren ungefähr so ausgelegt, dass die bei 7000 zu ziehen anfangen und bis 12 Leistung haben. Aber das bringt mir hier nichts, wenn ich im Wald irgendwo an Wurzeln oder Steine ranfahre. Haben Sie das gewusst, Herr Schad? Ja, habe ich nicht gewusst. Und was war das für Schwinge, hast du gesagt? Yamaha YZ426. Mann. Hast du aber viel dran rumschweißen müssen, oder? Ja, ist umgeschweißt, aber funktioniert bisher. Und warum baut man sowas nicht gleich mit 400 Kubik? Weil man dann komplett überfordert ist. 250 sind eigentlich schon zu viel. Okay. Habe ich nicht gewusst. Also zumindest für mich als Fahrer. 250 ist vollkommen ausreichend. Ein Jahr Klasse Moped, 15 Jahre Bauphase. Ja. Also hier muss ich jetzt mal meinen Respekt aussprechen. Manches ich dauert seit, etwas länger. Ich mache auch seit 2004 an meinem Eimer rum. Und immer wieder verbessern und immer mal wieder ausfallen. Ne? Ja. Das gehört dann auch dazu, das gehört zur Entwicklung. Man lernt ja draus. Ja. Da vorne hast du nochmal ein zweites Spritreservoir. Ja, Zusatztank, weil mir ist schon mal der Sprit ausgegangen. Und das zieht es dann quasi, weil du den dicht gemacht hast? Nein, das ist nur Entlüftung, das zieht nichts. Das läuft da runter und läuft da nur über Schwerkraft nach. Ah, okay. Man kann auch noch schnell für Schluss abstellen. Ich habe gedacht, du hast den dicht gemacht und dann wird ja gehen. Ne? Könnte gehen, ja. Ja, wenn du hier entlüftest, dann könntest du hier reinziehen. Aber das müsst ihr zu Hause nicht machen, ne? In der Kamera. Habe ich letztes Video angeschaut, da haben sie gesagt, wir gehen jetzt zum Essen, aber ihr nicht hinter der Kamera. Voll cool. Ich danke dir ganz herzlich. Alles klar. Dass du dir Zeit genommen hast. Hoffentlich habe ich heute noch ein paar Bilder von dir gekriegt. Schauen wir mal. Hoffe ich mal. Jetzt weiß man mal, das war so staubig, das war wirklich schwierig. Und jetzt gehen wir runter und wir treffen uns gleich bei der Siegerehrung, weil da stehst du auf dem Podest. Wahrscheinlich. Weiß noch nicht genau, werden wir sehen. Erster oder Zweiter, schätze ich mal. Werden wir sehen unten. Mach's gut. Ciao. Danke.